Malcolm im Sturm bei Barca in Blau-Rot. Und jener Malcolm wird in Szene gesetzt. Minute 12 von Sergio Roberto. Malcolm hat den Blick für Coutinho. Eine südamerikanische Koproduktion. Der eine Brasilianer auf den anderen. Und es geht alles mit rechten Dingen zu. Kein Abseits beim tollen Zuspiel von Sergio Roberto. Und dann Malcolm auf Coutinho. Es ist es. Villarreal hat relativ wenig Lust auf ernsthaftes Verteidigen. Arturo Vidal, Malcolm. Und nur ein paar Minuten nach der Führung steht es 2:0 für Barca. Zum ersten Mal überhaupt ist Malcolm in einem Spiel Vorlagengeber und Torschütze für den FC Barcelona. Super Kopfball nach einer super Flanke. Aber wie schlecht ist das auch verteidigt von den Gastgebern. Dann Iborra auf Santi Cazorla und der nimmt Samu mit. Samu zum ersten, Samu zum zweiten. Hinten lassen sie vieles zu wünschen übrig. Aber vorne haben sie auch ihre Qualitäten. Die Männer vom gelben U-Boot, toll gespielt. Toll kombiniert durchs Mittelfeld. Und dann Jordi Alba, der nicht so gut aussieht im direkten Duell gegen Samu. Alba fälscht den Ball noch leicht ab. Und Samu bleibt drin in der Aktion. Erst mit rechts, dann mit links vorbei an Ter Stegen. Ein klasse Fußballspiel hier in Halbzeit 1 ohne Gerard Piqué. Fehlt Barcelona allerdings so ein bisschen der Zugriff in der Defensive. Und das wird dann auch kurz nach Wiederbeginn deutlich. Longley pennt völlig bei diesem langen Ball auf Karl. Toko Ekambi, was für ein Winkel und was für ein Tor. Und was für eine Rolle spielt da bitte schön Marc-André Ter Stegen? Gucken wir erstmal auf die Entstehung von ganz hinten nach ganz vorne. Das Zuspiel von Samu, der Ball bleibt drin und dann verschätzt sich Ter Stegen böse. Vorher allerdings Longley und Umtiti, die auch schlecht aussehen. Eine Kettenreaktion der negativen Art, die das 2:2 bringt. Und wenig später Iborra, der die Kugel vorbeilegt an Ter Stegen. Und Villarreal dreht tatsächlich dieses Spiel. Was für eine Vorlage von Manuel Morlanes, einem jungen Kerl aus der eigenen U23. Kein Abseits, Jordi Alba hebt es auf. Und Villarreal und die verrückte Geschichte vor ein paar Tagen. 2:0 bei Celta geführt, um dann 2:3 zu verlieren. Hier drehen sie die Partie gegen Barcelona und sie sind noch nicht fertig. Der eingewechselte Bakker, geschickt von Cazorla. Bakker, ist der cool. Vorbei an Ter Stegen, rein ins Glück. Aber wie wenig Zugriff hat Barca da im Mittelfeld. Der eingewechselte Rakitic guckt nur zu. Die Tür geht auf zwischen Longley und Umtiti und der kann auch dann grätschen, nicht mehr retten. Santi Cazorla mit dem speziellen Blick für Carlos Bakker aus 0:2 wird 4:2. Aber aus 11 gegen 11 wird ein paar Minuten später 10 gegen 11. Denn Alvaro González schon gelb verwarnt mit diesem blöden Einsteigen gegen Luis Suarez an der Mittellinie. Was auch immer ihn da geritten hat, eine denkbar schlechte Entscheidung. Messi mittlerweile eingewechselt bei Barcelona und Barca jetzt eben einmal mehr. Und Messi mit der Freistoßmöglichkeit aus 17 Metern Torentfernung. 90. Minute und Lionel Messi macht das, was er in den letzten zwei Ligaspielen auch schon gemacht hat. Einen Freistoß direkt verwandeln. Es gibt einfach Dinge, die kann nur er. Diese Schusstechnik, diese Präzision. Und er guckt sich mal wieder das Torwart-Eck aus und trotzdem kann man Sergio Asenjo gar keinen Vorwurf machen. Kein Keeper auf der Welt kratzt dieses Ding raus. Barca wieder dran, dank Messi. Und wir springen in die Nachspielzeit. Ter Stegen überlegt, gehe ich mit vor, die letzten Sekunden laufen und dann Luis Suarez. Ein wunderschön verrückter Schlusspunkt eines wahnsinnigen Fußballspiels. Barcelona verliert nach dem 2:0 komplett die Kontrolle
liegt 2-4 hinten und dann Messi und dann Suarez mit diesem Kunstwerk. Ein Tor für die Ewigkeit, ein Dropkick, den man sich nicht besser ausmalen kann. Asensio kann nichts machen. Pedraza kriegt das Ding durch die Beine. Luis Suarez krönt.